Die liebe Gesa ist mal wieder auf Tour und besucht die Helden der Landtechnik. Heute bekommt sie ganz besonders große Augen, denn sie ist zu Besuch bei Bühler und hat sich deswegen auf die Reise in den Süden der Republik gemacht. Beilngries heißt dieser wunderschöne Ort, liegt ganz in der Nähe von Ingolstadt und ist eine echte Idylle. Heute bin ich im wunderschönen Altmühltal in Oberbayern. Ich bin zu Gast bei der Firma Bühler Grain Logistics. Die sitzen da unten. Da muss ich jetzt auch hin, weil ich habe einen Termin mit dem Tobias und den will ich natürlich nicht enttäuschen. Ne? Gesagt, getan. Ah, da ist er ja schon. Hallo. Hallo Gesa, herzlich willkommen bei Bühler Grain Logistics in Beilngries. Ja, danke schön. Gehen wir rein? Gehen wir rein. Super. Gerade erst angekommen, kümmert sich Gesa sofort um die wesentlichen Fragen. So, Tobias, was macht der Bühler-Konzern denn genau? Also wir sind in zwei Feldern tätig, einmal im Bereich der Lebensmittel und einmal im Bereich der Nicht-Lebensmittel. Im Lebensmittelbereich, da bedienen wir unsere Kunden vom Feld oder vom Moment, wo der Mähdrescher seine Arbeit getan hat, bis zum Teller des fertigen Produktes. In sehr vielen Lebensbereichen kommen wir täglich mit den Technologien und Lösungen von Bühler in Berührung, sogar beim Schminken. Um schön zu sein, braucht man Bühler. Guck mal. Bühler macht schön. Zum Beispiel aber auch, wenn man morgens den Hund füttert, beim Kaffee trinken, beim Frühstück oder abends beim Bier. Ich könnte ohne euch gar nicht überleben, ohne die Bühler Group, Schokolade, Pasta. Okay, das alles macht der Bühler-Konzern, aber... Was macht ihr hier in Beilngries? Hier in Beilngries sind wir das Kompetenzcenter für Grain Logistics. Also wir kümmern uns um die Lagerung von Getreide. Ab der Annahme, Reinigen von Getreide, Fördern von Getreide, Trocknung von Getreide, Lagerfähigmachung von Getreide. Direkt nach dem Feld, aber auch vor einer Prozessanlage oder selbst für große Umschlagterminals in den Häfen dieser Welt. So, und hier haben wir jetzt die ganze Prozesskette, ne? Genau, und ich möchte einfach ein paar Dinge hervorheben. Das eine ist die Reinigungstechnik. Hier erhöhen wir die Qualität des Produktes, reinigen Fremdstoffe aus und stellen auch sicher, dass das Produkt am Ende lagerfähig ist. Also Reinigungstechnik, ein ganz essentieller Schritt für uns in der Prozesskette eines Annahmebetriebes. Mindestens genauso wichtig, lass uns ein paar Schritte darüber gehen. Hier hätten wir die Fördertechnik und hier haben wir dann die Trocknungstechnik. Mais zum Beispiel in Deutschland wird oft mit Feuchten von 35% angenommen. Damit man ihn aber Langzeit lagern kann, müssen wir ihn runtertrocknen auf, sagen wir, 15% Feuchtegehalt. So ganz wichtig, Trocknungstechnik, um Lagerfähigkeit des Produktes sicherzustellen. Bei den anderen Konzernen, da war das ja so, da bin ich meistens irgendwas gefahren. Was erwartet mich denn heute bei euch? Wir besuchen einen Kunden. Du darfst eine Anlage von uns sehen. Du wirst mit dem Kunden sprechen. Wir werden nachher in unser IoT, Internet of Things, Labor gehen. Ich werde so ein bisschen zeigen, an was wir dran sind. Wir werden reden über Sustainability, Nachhaltigkeit, das, was uns antreibt. Also es wird ein spannender Tag werden. Vom Feld bis zur Gabel und noch viel mehr. Ich bin gespannt. Es geht um das Thema Food Safety. Dazu hat sich Gesa mit Marina verabredet. Wir sind nur ein paar Schritte gegangen und jetzt sind wir hier schon direkt am Produkt dran, im Maisfeld. Bei euch wird ja auch Lebensmittelsicherheit ganz groß geschrieben, Marina. Genau. Lebensmittelsicherheit ist für uns sehr wichtig. Ich meine, wir alle sind Verbraucher. Ja. Wenn wir mittags auf unseren Teller schauen, möchten wir uns keine Gedanken machen müssen, ob das jetzt sicher ist, was man isst. Ja. Sprich, ob zum Beispiel Bakterien, krankmachende Keime oder irgendwelche fremde Bestandteile drin sind, wie zum Beispiel Glassplitter. Aber auch Gifte könnten ja theoretisch enthalten sein. Und dazu gehören eben auch Mykotoxine. Mykotox was? Ja, Mykotoxine, einfacher gesagt Schimmelpilzgifte. Okay, habe ich verstanden. Und wie findest du das jetzt raus? Also wenn wir jetzt hier drin irgendwie zum Beispiel ein schlechtes Korn finden, ne, dann wäre das so ein Befall, oder? Nur diese zwei hier, in so einer kleinen Menge mit 10.000 Körnern, können schon ausreichen, die gesetzlichen Grenzwerte zu überschreiten. Und wir werden das dann auch nachher noch sehen, wenn wir bei der Anlage sind, hier in der Nähe. Mhm. Die haben dann eben unsere Maschinen installiert, um genau dieses Problem zu beseitigen und sicherzugehen, dass die Körner hier entfernt werden und sie nur saubere Ware dann ins Silo einlagern. Und das zeigst du mir gleich? Genau, das zeige ich dir dann an einer unserer Maschinen im Trainingscenter. Und da gehen wir jetzt hin. Oder fahren, ne? Hier mit meinem Gefährt. Dazu müsste ich mich mal umdrehen. Mal gucken, ich glaube, wir gehen lieber. Und zack, schon sind die beiden im Trainingscenter. Hier werden sonst die Kunden vom Bühler direkt an den Maschinen geschult. Wenn wir uns eben die komplette Kette anschauen,
dann entstehen die meisten Schimmelpilzgifte schon direkt am Anfang auf dem Feld. Es gibt zwar auch hier Möglichkeiten, wie durch resistente Sorten Mykotoxin zu vermeiden, aber der größte Einflussfaktor ist einfach das Wetter und das können wir nicht beeinflussen. Das heißt, wo wir angreifen können und wo wir als Bühler ins Spiel kommen, ist dann an der Getreideannahmestelle. Und hier ist wichtig, dass man zum Beispiel die richtigen Reinigungsmaschinen installiert hat, die wir uns gleich noch anschauen werden, dass wir die richtige Lagerhaltung praktiziert oder zum Beispiel auch das Getreide richtig trocknet und nichts feucht einlagert. Denn auch dann, es sind eben Pilze, es ist feucht, können sie sich noch mehr vermehren und noch mehr wachsen. Das sind alles Lösungen, die wir als Bühler anbieten. Genau, und damit alles gut auf dem Teller nachher bei uns ankommt. Und die Maschine zeigt's mir jetzt. Genau. Selbst ist die Frau, obwohl Gesa hochschwanger ist, sie packt mit an. So, jetzt ist die Maschine auf, aber was genau ist das denn für eine Maschine? Das ist unsere TAS Universal Reinigungsmaschine, also eine Siebmaschine mit Aspiration, das heißt Luft. Wir haben also hier oben einen Produkteinlauf, kommt das Getreide rein, wird eben besaugt mit Luft. Hier haben wir dann den Siebkasten, wo wir zwei Sieblagen drin haben. Das heißt, über die obere Sieblage geht so grobe Bestandteile wie Stroh. Das gute Getreide fällt dann dadurch auf die zweite Lage. Hier geht das gute Getreide drüber und alles, was gebrochen ist, was Sand ist, was Kleinkorn ist, fällt nochmal durch. Also so kommt das dann da raus, oder? Ja, genau, Gesa. Das ist jetzt quasi, was durch die Luft, die wir durchs Getreide bringen, herauskommt. Also eben unsere Laichteile und der ganze Staub. Und der ist eben extrem hoch belastet. Das heißt, wenn wir das da rausnehmen aus unserem guten Getreide, ist die Giftbelastung, die Mykotoxinbelastung schon mal deutlich reduziert. Safety first, mit Schutzbrille und Sicherheitsschuhen, sehr schick, machen Gesa und Tobias erst einen kleinen Abstecher in die Produktion und dann geht's ins Forschungs- und Entwicklungszentrum. Denn es geht um die Themen Digitalisierung, Big Data und das Internet der Dinge. So, und jetzt sind wir hier im Forschungslabor. Da darf nämlich auch eigentlich nicht jeder rein, oder? Nein, hier darf nicht jeder rein, also... Aber ich hab's geschafft, yay! Ja, es ist... eine Besonderheit, dass wir jemanden hier hineinbitten. Und was wir hier machen, hier kümmern wir uns um das Thema IoT, Internet of Things. Und wir reden nicht nur drüber, sondern wir haben ein Forschungslabor, in dem wir an Lösungen für die Zukunft arbeiten. Ob das jetzt intelligente Ersatzteile sind, ob das vorausschauende Wartung ist. Und wir stehen hier vor einer unserer Kernmaschinen. Zu denen haben wir schon viel gehört, auch bei dem Thema Mykotoxinreduktion, eine Crane Plus. Und im ersten Moment sehen wir Mechanik. Ja. Oder hat jetzt wenig zu tun mit Internet of Things, Datengenerierung und so weiter. Aber ganz unscheinbar hier unten, da haben wir einen Sensor eingebracht, der stetig die Maschine überwacht und Daten in die Cloud sendet. Und mit Hilfe von diesem Sensor zum Beispiel werden wir in der Zukunft voraussagen können, wann ist eine Wartung erforderlich, wann müssen Teile getauscht werden und so weiter. Also nur ihr, ein Beispiel. Ihr treibt das Thema Digitalisierung voran. Wir treiben das Thema Digitalisierung. Wer in der Branche hoch hinaus möchte, der kommt am Internet der Dinge nicht mehr vorbei. Ob es der Sensor ist, der sich hier unten versteckt, ob es die Sensorik am Elevatorkopf ist, ob es die Sensorik an der Spannstation des Druckkettenförderers ist, ob es die Sensoren an den Ausläufen dort drüben sind. Die Anlage ist über und über mit Sensorik ausgestattet, um genau diesem Thema gerecht zu werden. Vernetzte Sensoren, enorme Datenmengen, Transparenz, vorausschauende Wartung der Maschinen, die Digitalisierung von Prozessketten. All das bringt die Bühler-Produkte auf das nächste Level. Und was hat jetzt dann euer Kunde davon? Oder der Endkunde? Vorteil für unseren Kunden ist das, was wir anstreben, ist eine Maximalverfügbarkeit seiner Anlagen. Also wenn wir über vorausschauende Wartung reden, dann wollen wir, dass die Wartung an der Maschine stattfindet, bevor es zum Maschinenausfall kommt. Die Details, die verraten wir auf der Agritechnica. Hier möchte ich dich einfach nur neugierig machen und zeigen, wir sind dran, wir sind am Entwickeln. Produkte vorstellen werden wir auf der Agritechnica. Da nehmen wir dich aber beim Wort, lieber Tobias. Das Thema Nachhaltigkeit hat Gesa jetzt auf dem Zettel und Tobias steht Rede und Antwort. Alle reden über das Thema Nachhaltigkeit und ihr macht das wirklich. Erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Also für uns Nachhaltigkeit bedeutet, wir müssen Lebensmittel
lagerfähig machen. Wir müssen sicherstellen, dass wir so wenig wie möglich Verluste haben. Mhm. Wir jetzt hier speziell bei Bühler Grain Logistics hinter uns sehen wir einen Trockner sorgen dafür, dass wir sicherstellen, dass Lebensmittel, dass das Getreide lagerfähig ist und dass wir am Start der Kette schon keine Verluste haben. Und die gleiche Animation werden wir auch auf der Agritechnica sehen. Was wir hier sehen, ist einer unserer Trockner animiert, extrem wichtig, um Getreide lagerfähig zu machen. Also wenn man heute einen Trockner von Bühler hat, dann darf man sicher sein, dass man einen Trockner hat mit dem geringstmöglichen Energieverbrauch. Und alles Weitere erzählst du natürlich auch nochmal auf der Agritechnica. Na klar, die Details, warum das so ist, erzähle ich auf der Agritechnica. Herrlich. Und schon sind wir woanders, nämlich in Großmehring, ganz in der Nähe von Ingolstadt, bei der BayWa. Gesa und Tobias haben eine Verabredung mit Josef Bittel. Er ist hier der Produktmanager Getreide. Zusammen mit Herrn Bittel geht's zum neuen Trockner von Bühler. So, jetzt sind wir ein paar Kilometer gefahren und direkt beim Kunden bei der BayWa. Und alles, was wir eben in der Theorie gesehen haben, sehen wir jetzt hier in der Praxis. Ja, oder? Ich freue mich jetzt, dass wir hier bei der BayWa unseren Trockner präsentieren dürfen. Genau, und wir waren ja eben auch beim Thema Nachhaltigkeit. Und wie wird denn das genau konkret umgesetzt hier bei euch? Zum einen haben wir hier die neueste Trocknertechnologie installiert. Zum anderen haben wir sowohl diesen Trockner im Gasbetrieb als auch einen Trockner, den es hier auf der anderen Seite noch gibt, bei der BayWa umgestellt auf Gas. Also wir sind von Öl auf Gas gewechselt. Plus, dass wir mit dem EcoCool noch zusätzlich Heizenergie, in dem Fall Gas, einsparen. Die Siloanlage hat es in sich. Eine Lagerkapazität von 24.000 Tonnen auf insgesamt 8 Silos verteilt. Ich bin ja auch so ein richtiges Landmädel, ne? Also ich bin Gesa. Darf ich du sagen? Aber gerne, ich bin der Sepp. Hallo Sepp. Sepp, jetzt mal ganz ernsthaft, ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Du bist ja Kunde, ne? Und wie zufrieden bist du eigentlich wirklich? Ich sage dir ganz ehrlich, wir sind sehr zufrieden. Die Firma Bühler hat ja unseren Altbetrieb schon gebaut und von daher wussten wir ja, dass sie sehr zuverlässig sind. Und deshalb haben wir diesen Auftrag mit der Siloanlage und dem neuen Trockner auch unbedingt der Firma Bühler übergeben wollen. Siehst du, und das sagst du jetzt nicht nur, weil hier die Kamera läuft, sondern das ist wirklich so, oder? Nee, absolut so. Okay. Absolut. Sepp, wie hat sich denn der Energieverbrauch entwickelt? Wir haben bis vor dieser Investition mit Heizöl getrocknet. Ja, okay. Verbrauchten hier in einer Saison, Mais-Saison, über 400.000 Liter Heizöl. Das ist schon enorm. Und haben dann im Zuge dieses Neubaus auf Gas umgestellt und hier eine wesentliche Kosteneinsparung erwirkt dadurch. Und dann bekommt Gesa von Sepp noch einen Blick hinter die Kulissen. Einen Blick in den Leitstand, Stichwort digitale Vernetzung und Internet der Dinge. Und dann heißt es auch schon wieder Abschied nehmen. Ich habe wahnsinnig viel hier heute gelernt bei dir, Tobias. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der Agritechnica, oder? Ja, und da freue ich mich drauf, dich wieder begrüßen zu dürfen. Komm, lass dich mal umarmen. Das machen wir mal. Ciao, bis zur Agritechnica. Ja. Träumchen, da haben sich aber zwei gefunden. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit und Internet of Things, das sind die großen Themen von Bühler. Die Lösung dazu dann auf der Agritechnica 2017 in Hannover. Follow me to Agritechnica. Fortsetzung folgt.